Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Bug des Post Cycling Managers, nämlich dass beim Zeitfahren kein Profiler verfügbar ist. 12. Etappe von Barbaresco nach Barolo. Das klingt doch malerisch und das ist es bestimmt auch. Wir sind beim Zeitfahren des Giro d'Italia. Diesmal ein Einzelzeitfahren über 42 Kilometer. Recht welliges Profil, ich zeige es euch natürlich trotzdem. Hier ist der Start. Dann geht es also hier hinauf, hier hinauf, hier hinauf. Erste Zeitabnahme, dann geht es bergab. Kurz Flachstück, zweite Zeitabnahme, vielleicht sieht man diesen kleinen dünnen Strich, diesen gelben. Dann geht es flach weiter und endet dann doch nochmal hügelig. Brent Bookwalter ist der Erste, der startet für die Mannschaft Belkin. Er ist kein schlechter Zeitfahrer und darum kann man also gespannt sein, was er heute für eine Zeit schaffen wird. Und wir fahren einfach mal mit ihm mit. Wir gucken uns das Ganze einfach mal an, was der hier so zeigt und wollen mal schauen, wie das Ganze hier aussieht. Also der Anfang scheint echt schwierig zu sein. 5-7% jetzt Steigung, fast 8. Also das ist schon mal ein ziemlich schwieriger Hügel vor der ersten Zwischenzeit. Und Bookwalter, der Amerikaner aus der Belkin-Mannschaft, ist kein sehr guter am Berg oder an Anstiegen allgemein. Ja. Ein Tag nach unserem ersten Etappensieg sind die Gefühle natürlich sehr gemischt. Also zum einen bin ich natürlich froh, dass wir das Sponsorenziel, war ja auch ein Sponsorenziel, eine Etappe zu gewinnen, dass wir das geschafft haben. Und es war natürlich auch ein Ziel für mich persönlich, einfach eine Etappe zu gewinnen bei einer Rundfahrt. Ich finde, das gehört dazu. Das muss einfach sein. Egal welche Ziele man hat, eine Etappe sollte schon das Ziel sein. Egal wie schwer es ist. Das haben wir also geschafft. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Leider war der Preis, den wir dafür gezahlt haben, dass wir richtig viele Plätze in der Gesamtwertung eingebüßt haben. Und das war unnötig, wie ich fand. Also Duarte und Kudus, auf die wir uns leider gar nicht konzentrieren konnten, haben leider Gottes richtig viel Zeit verloren. Und das war sehr, sehr unnötig. Naja, gut. Ist halt so. Müssen wir jetzt mit klarkommen, müssen wir jetzt weiter mit leben. Mal schauen, wie das Zeitfahren heute wird. Aber wir wissen, dass Duarte und Kudus jetzt auch nicht die großen Zeitfahr-Koryphäen sind. Es kommt ihnen mit Sicherheit entgegen, dass das Zeitfahren anspruchsvoll ist, dass es hügelig ist. Aber mal gucken. Das muss natürlich nicht heißen, dass dass sie deshalb weniger Zeit verlieren. So, Brent Bookwalter ist bei der ersten Zwischenzeit. 24:19 hat er da geschafft. Okay. Jetzt also die Abfahrt. Dann geht es in die zweite Zwischenzeit hinein. Nach einem kurzen Flachstück. Also ich gehe davon aus, dass man sich bei der ersten Steigung ein bisschen übernehmen kann, weil man dann in der Abfahrt wieder ein bisschen was erholt. Aber man sollte wahrscheinlich nicht übertreiben. So stelle ich mir das zumindest vor. So, wir gucken mal. Also hier eine ziemlich lange Abfahrt. ...20-Kilometer-Marke. Und dann geht es also flach weiter. Jetzt sind wir wieder im Flachbereich. Und dann direkt, also die nächste Zwischenzeit, Brent Bookwalter hat dort 40:13 als Zwischenzeit geschafft. Und jetzt geht es also ein langes Flachstück, relativ lang zumindest. Ja, aber auch hier steigt es schon ganz leicht an und jetzt die 10-Kilometer-Marke und jetzt geht es gleich richtig hoch. Genau, jetzt biegt er hier links ab und dann geht es hier hinauf. Oh, das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll für ein Zeitfahren. Muss man einfach sagen. Ja, ungefähr bis zur 5-Kilometer-Marke. Dann geht es nochmal kurz bergab. Und dann kommt noch eine letzte Steigung vor dem Ziel. Also nicht die ganzen Kräfte verpulvern, denn hier geht es nochmal bergauf. Und das nicht zu knapp. Brent Bookwalter haben wir jetzt mal beobachtet. Er hat eine Zeit geschafft von 1 Stunde, 6 Minuten und 42 Sekunden. Seine Bestzeit bei Streckenabschnitt 1 ist übrigens schon unterboten. Dort ist jetzt Michael Hepburn vorne vor Rasmus Christian Quade oder Kade oder wie auch immer da ist. So, wir gucken mal, wann unsere Jungs starten. Gerade auf der Startrampe steht Borut Bosic, der ist 160. in der Gesamtwertung. Da haben wir ihn, hier ist er von der Astana-Mannschaft. So, dann kommt gleich Martin Reimer, Aaron Brown und Rafael Andreato. Das werden die nächsten sein, die starten. Dann Jay Thompson, mit dem würde ich ganz gern fahren. Einfach, weil er von den Werten her vielleicht gar nicht mal so schlecht heute sein könnte. Außerdem ist er unser bester Zeitfahrer. Christian Sparkly kommt danach direkt.
Und dann kommt auch irgendwann Grimmay, Moser, mit dem ich heute auffahren werde, Kudus und Duarte. Also wir werden mal schauen, was heute drin ist, würde ich sagen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach mal, wenn Thompson an der Rampe steht. Also bis dann. So, liebe Freunde, da sind wir zurück hier an der Startrampe in, wo auch immer, in Barbaresco. Jay Thompson steht an der Rampe, vor ihm ist Daniel Oss auf die Straße gegangen und jetzt sind wir also mit Jay Thompson unterwegs. Und ich habe ein paar Sachen erfahren durch die Zeitfahren von Martin Reimer, Andreato und Brown. Man darf den Anfang wirklich nicht unterschätzen. Man muss den Anfang sehr, sehr langsam nehmen. Wir stellen hier mal bei Sparkly irgendwas ein. Dann kann der auch durch die Gegend tuckern. Man darf den Anfang wirklich nicht unterschätzen. Ihr seht, bei der ersten Zwischenzeit haben wir, obwohl Tyler Finney, obwohl Larson, obwohl Durbridge unterwegs waren, haben wir die besten Zwischenzeiten mit Abstand. Und dann schon bei der zweiten Zwischenzeit senkt sich das allmählich. Und bei der dritten Zwischenzeit sind alle drei weg. Weil sie am Anfang einfach, ich habe einfach 63 Einsatz eingestellt und das war's. Also man darf den Anfang überhaupt nicht unterschätzen. Diese Hügel am Anfang, die sind extrem schwierig. Und man darf sich dort nicht auspowern. Das ist ganz, ganz wichtig. Man muss schauen, dass man irgendwie den grünen und den blauen Balken auf eine Ebene kriegt. Und das ist jetzt erstmal unser erstes Ziel. Dass wir mit Thompson einigermaßen kraftsparend hier hochkommen, ohne möglichst viel Zeit zu verlieren. Mal schauen, wie wir das hinkriegen. Leicht wird es mit Sicherheit nicht. So, Jay Thompson, wie gesagt, unser bester Zeitfahrer im Team. Zumindest der beste, den wir hier dabei haben. Klar, Ludwigsson, Duarte, nicht Duarte, sondern Oliveira. Das wären natürlich nochmal Leute, die hier mithalten könnten, die hier wahrscheinlich auch bessere Zeiten hinlegen könnten. Aber das sind halt keine Fahrer, die wir dabei haben. Also versuchen wir mit Thompson eine gute Zeit hinzulegen. Mal schauen, vielleicht reicht es ja für einen Top-10-Platz. Das wäre schon sehr, sehr geil. Aber ich glaube eher nicht. So, gleich kommt also Jay Thompson zur ersten Zwischenzeit. Noch ein Kilometer bis dorthin. Ja, Sparkly ist noch ziemlich weit zurück. Ja, der holt ihn nicht ein oder so. So, Jay Thompson kommt jetzt zur ersten Zwischenzeit und schafft eine Zeit von 35 Sekunden langsamer als Andreato. Damit also Rang 5. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber jetzt kommt es eben drauf an. Jetzt ist der wichtige Part. Gut, die Abfahrt, die müssen wir schnell fahren, weil es einfach eine Abfahrt ist. Aber jetzt kommt der wichtige Part. Jetzt dürfen wir uns nicht überdrehen im Flachstück. Wir haben es fast geschafft. Die beiden Balken sind fast auf einer Höhe. Also das hat schon mal sehr, sehr gut geklappt. Jetzt müssen wir im Flachen nur schauen, dass wir das noch perfektionieren, dass wir den Anfangsteil des Flachstücks ein bisschen ruhiger angehen. Und na, vielleicht fahren wir das flache Stück sogar ziemlich ruhig, denn man darf nicht vergessen, es geht ja am Ende nochmal hinauf und hinab. Also das wird nicht einfach. So, jetzt also in der Abfahrt, Jay Thompson. Gleich kommt die 20 Kilometer Marke, wie wir das ja schon bei Bookwalter gesehen hatten am Anfang. Und dann gibt es auch schon den nächsten Zwischensprint. Das geht ja recht schnell, weil es eben hier bergab geht. So, da ist die 20 Kilometer Marke. Da vorne haben wir Oss. Jay Thompson, jetzt ist der grüne Balken sogar ein bisschen üppiger gewesen als der blaue. Ja, es ist schwierig, ey. Das Zeitfahren ist echt nicht einfach. Muss man sagen. So, Tyler Finney hat in Alba die beste Zwischenzeit bisher. Jetzt kommt Jay Thompson rein. Ja, Top 10 ist es nicht. Er ist 11. 1 Minute 2 Rückstand. No, das ist ja gar nicht mal schlecht. Wenn man überlegt, dass Andreato ja beispielsweise noch zurückfällt auf jeden Fall, dann wäre er 10. Aber natürlich müssen wir gucken, dass wir es erstmal durchhalten. Schwierig ist es, muss man echt sagen. So, jetzt geht es nämlich langsam aber sicher die Hügel hinauf. Noch nicht, aber wie gesagt, das ist kein richtiges Flachstück. Vor dem Hügel.
Denn ihr seht ja unten rechts die Anzeige 0,6% Steigung, jetzt schon 1% Steigung. Also das ist die ganze Zeit ein Auf und Ab und es geht hier eben schleichend die ganze Zeit bergauf und es kostet auch Kraft. 10 Kilometer noch für Jay Thompson. Ich achte jetzt nur auf diese zwei dummen Balken die ganze Zeit und schaue, dass die irgendwie gleich bleiben ungefähr. Wir schalten hier oben schon mal die Schlusszeit ein. Ja, die Balken bleiben echt auf einer Höhe. Und guck mal, Daniel Oss sieht zumindest so aus, als würde er uns näher kommen. Heißt, wir machen Zeit auf ihn gut. Gut, Oss ist jetzt bei weitem auch kein guter Zeitfahrer, denke ich mal. Zumindest glaube ich das. Das ist, glaube ich, eher so ein Sprintertyp. So, 5 Kilometer noch. Bislang sieht es okay aus. So, jetzt die Abfahrt wieder ein bisschen Schwung aufnehmen. Und dann diesen letzten Anstieg so schnell wie möglich hochfahren. 2 Kilometer noch für Jay Thompson. Jetzt dieser letzte Anstieg. Irgendwie hochbrettern. Da vorne ist die Flamme Rouge. Der letzte Kilometer ist erreicht für Jay Thompson. Und jetzt prügelt er hier diesen letzten Anstieg richtig hoch. Macht das gut und das könnte klappen mit einer ganz ordentlichen Zeit. Ob es für die Top 10 reicht, weiß ich natürlich nicht. Aber Thompson ist jetzt auf jeden Fall im Ziel. Und ist Dritter. Immerhin Dritter vor Gustav Larsson. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt kommt Sparkly ins Ziel. Der wird wahrscheinlich eine schlechtere Zeit haben. Schätze ich jetzt einfach mal. Mal gucken. Oh, ist auch gar nicht mal so schlecht unterwegs, habe ich das Gefühl. Sparkly wird... Oh, Neunter. Auch nicht schlecht, aber hat doch eine Minute verloren auf Jay Thompson. Also war er doch deutlich langsamer als der Südafrikaner. Okay, sehr, sehr gut. Keine schlechte Zeit. Dritter Platz momentan für Jay Thompson. Wir gucken mal, natürlich werden noch Fahrer kommen, die ihn überholen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, beispielsweise Nibali. Aber wir schauen mal, ob es vielleicht reicht für einen Top-10-Platz heute auf dieser Zeitfahr-Etappe. Cool wäre es auf jeden Fall, aber das müssen wir mal abwarten. Also, wir sehen uns, wenn Moser startet. Grimmel nehmen wir nicht mit, Moser ist wichtig. Bis dann. So, just in time, habe ich nochmal gestoppt. Moser startet. Moreno Moser, der Etappensieger von gestern, geht also ins Rennen. Und auch ihn werden wir begleiten, weil er im Zeitfahren auch ebenfalls nicht übel ist und weil er vor allen Dingen auch noch ein sehr guter Hügelfahrer ist. Also er ist heute vielleicht einer, der vielleicht wirklich eine Chance hat auf einen guten Etappenplatz. Jay Thompson haben wir als Dritten ins Ziel bekommen. Natürlich sind mittlerweile noch viele, viele andere ins Ziel gefahren. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob ihn jemand geschlagen hat, ob seine Zeit jemand unterboten hat. Da lassen wir uns einfach mal überraschen. In der ersten Zwischenzeit, ihr seht es ja oben rechts, ist immer noch unser Brasilianer vorne. Also Rafael de Matos Andriato hat das scheinbar echt total überdreht. Sparkly Dritter, Vierter Reimer, Sechster Aaron Brown. Also schnell zu beginnen ist scheinbar nicht das Rätsels Lösung. Man sieht es ja an dem Brasilianer. Matthias Frank ist vor uns gestartet und hinter uns ist Damiano Cunego ins Rennen gegangen. Und ich bin mal gespannt, ob Moser vielleicht dem gestrigen Etappensieg heute noch einen folgen lassen kann. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass er heute eine kleine Überraschung schaffen kann in diesem Zeitfahren, weil er eben am Hügel sehr gut ist und das Zeitfahren sehr, sehr hügelig ist. Also es ist ein wirklich sehr schwieriges Zeitfahren vom Profil her, kein klassisches Zeitfahren, das eher flach ist. Nein, heute geht es richtig hoch und runter und dementsprechend viele Chancen rechne ich hier Moser schon ein. So, guck mal, kommen wir mal zweier Dingens hier, zweifache Geschwindigkeit. Und dann schauen wir mal, was für ein Platz. Oh, guck mal, Simon Geschke hat die erste Zwischenzeit unterboten. Also da war 10 Sekunden schneller als Rafael de Matos. Ja, nicht schlecht von Geschke. Und jetzt also Moser, der landet auf Rang 5, 26 Sekunden hinter dem Deutschen Simon Geschke. So, bei der zweiten Zwischenzeit haben wir gar keinen vertreten.
Aber das war ja auch schon bei Jay Thompson so, der ist ja nur Elfter geworden. Und Sonny Colbrelli scheint auch ein sehr gutes Rennen zu fahren. Der Sprinter aus der Bardiani-Mannschaft ist momentan Erster in der zweiten Zwischenzeit. Mal schauen, ob er das bis zum Ende halten kann. So, hier geben wir natürlich wieder mehr Gas in der Abfahrt. Haben wir ja vorhin auch schon so gemacht und sind damit ganz gut durchgekommen. Und schon sind die Balken also wieder auf einer Höhe ungefähr. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Wie gesagt, in der Abfahrt kann man das mal machen. Jetzt ist der blaue Balken sogar ein bisschen kleiner als der grüne, was ja sehr, sehr gut ist. 20 Kilometer noch bis ins Ziel. Na, ich bin mal gespannt, was Moser hier schaffen kann. Ich achte jetzt echt die ganze Zeit nur auf die Balken und auf die Prozentzahl. Also auf die Steigungs- oder Gefälle-Prozentzahl. Und jetzt sind wir gleich bei der zweiten Zwischenzeit. Mal gucken, was dort geht. Und Moser ist dort Elfter. 1,24 hinter Simon Geschke. So, jetzt schauen wir uns die letzte Zwischenzeit an. Oh, Jay Thompson auf Rang 7 zurückgefallen. 1 Minute 5 hinter Sonny Colbrelli, der hier tatsächlich die Zwischenbestzeit hält. Also der Italiener war hier richtig schnell unterwegs. Wundert mich ein bisschen. Er ist am Hügel nicht schlecht, aber eigentlich kein Zeitfahrer, sondern eher ein Sprinter, wie gesagt. Aber scheinbar liegt ihm der Kurs hier heute. So, 11,6 Kilometer noch. Kudus startet auch. Natürlich wollen wir auch den nicht missachten, denn der ist ja in der Gesamtwertung nicht so schlecht platziert. Zumindest war er das nicht. 22. ist er im Moment mehr wie Kudus. So, jetzt geht es hier gleich nochmal den Hügel hinauf. Der sichtlich anstrengend ist. So, gleich 5 Kilometer Marke, danach die Abfahrt und dann geht's ins Ziel. Nochmal.